Well, hello everybody. Welcome to 5 at 5. Today's topic Tuesday, and today we'll be talking to Tom. He is the face of the Mad Duck Design brand, the man who made my latex dreams come true. Yeah. Grüß dich! Yes. Du, die Ankatikoi ist ja der Grund, warum ich Latex so lieben gelernt habe. Und du bist der Grund, warum ich es so oft tragen darf. Mad Duck Design gibt's seit 2011. Ist das richtig? Richtig. Du bist für Latexbekleidung auf qualitativ höchster Ebene im modischen Bereich, aber auch im bizarren Bereich. Und jetzt würde ich gern wissen, was der bizarre Bereich ist. Da gibt es eine zweite Schiene. Das war jetzt meine Frau. Na, gibt es eine zweite Schiene. Das heißt MDD Play. Okay. Das eine ist Mode und das andere ist der Fetischbereich. Genau. Aber das ist immer noch ein riesen Tabuthema, oder? Dass Leute irgendwie Latex tragen. Das ist so ein riesen Ding irgendwie. Kommt mir manchmal vor. Nein, finde ich gar nicht. Das wird immer besser eigentlich. Das ist eigentlich... Eben durch die Künstler, durch die Sänger. Schau, heutzutage auf der Bühne so viel Latex, was du siehst, das hast du früher überhaupt nie gesehen. Ja. Und dann ist da, sagen wir, glaube Lady Gaga und was weiß ich, wie da halt alle gekommen ist. Und auf einmal war das Latex. Ich brauche Latex. Ja. Ja. Wo kriege ich Latex? Wo gibt's Latex? Und das ist schon losgegangen. Wann hast du dich entschieden, so, und jetzt mache ich das? Also wo hast du das gelernt? Wo kommt das alles her? Tell me. Ich komme ja aus der Gastro. Ne? Ja. Irgendwann... wollte das dann nicht mehr. Und ein Freund von mir, der hat auch eine Firma gehabt. Und der hat immer gemeint, ja, na, probier es einmal aus. Und ich habe mir gedacht, na, dieses filigrane Kleben und ich sicher nicht. Ja. Und dann hat er aber doch irgendwann gesagt, probier es aus. Ich bin hingefahren, habe das ein paar Mal probiert. Und dann habe ich es kennen. Ja. Okay. Wie sehr hast du dann irgendwie mit den ganzen Schnittzeichnern und so auseinandersetzen müssen? Weil ich als Modeschüler weiß ja, das muss man ja schon ein bisschen... sich aneignen. Das geht dann ja nicht so schnell. Genau. Du als Modeschüler, du gehst ja jetzt damit was gut für Formeln und was weiß ich, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach die Brust her, ja, da gehört irgendwie die Rundungen, das ist ja eine Wissenschaft, ja. Ja. Genauso mache ich das nämlich nicht. Das kann ich nämlich gar nicht, ja. Ich kann das nicht, ja. Bei mir ist das alles nur sehr viel Gefühl und meine Oma ist Schneiderin. Okay. Und irgendwie habe ich das ein bisschen von ihr mitgekriegt, glaube ich. Weil irgendwie habe ich einfach ein Gefühl dafür. Weil ich meine, von dir habe ich noch immer nicht die Masse. Bis auf ganz, ganz wenige, glaube ich. Aber irgendwie kann ich das. Dass ich das halt auf einen hinbastel. Ja, das ist arg. Nämlich man muss auch dazu sagen, dass wir, glaube ich, noch keine einzige Anprobe hatten miteinander. Nein. Keine Zeit. Ne? War es das erste größte Teil für Trash All the Glam, glaube ich, war es, oder? Da haben wir ja... Die Geburtstagsfeier war vorher, glaube ich, oder? Das stimmt, das ja, stimmt. Genau. Die Geburtstagsfeier. Der Glitterwahnsinn. Ja. Ich habe das total unterschätzt. Also ich weiß nicht, wie lange hat die Show dauert, 3 Stunden oder so. Und ich habe total unterschätzt, was es bedeutet, 3 Stunden dein größtes Organ abzudecken. Und du plötzlich nicht mehr mit deiner Haut atmen kannst. Das ist echt schon eine extreme Erfahrung. Aber das gehört ja wahrscheinlich ein bisschen dazu, oder? Was glaubst du, ist so die Faszination am Tragen von Latex? Es kommt darauf an. Schau, es gibt immer die optische Komponente. Es gibt voll viele Leute, die sagen, okay, eigentlich kann ich damit nichts anfangen. Aber es ist halt optisch ist der Reißer. Ja? Ja. Schaut super geil aus. Dann gibt es das Gefühl auf der Haut, das magst oder magst nicht. Und was halt auch noch ist, durch die große Oberfläche, die was über die Haut spannt, durch dieses enge Tragegefühl, empfindest du ja auch Berührungen viel intensiver, eben weil sie das ja so über die Haut spannt. Mhm. Wirst du mittlerweile auch wissen. Ja, voll. Es ist schon ein bisschen, eigentlich bist du nackt, aber halt nicht. Genau. Und ja, das ist irgendwie, es ist ein also ich find alles irgendwie cool daran, also sowohl den modischen Aspekt, also auch das zu tragen. Ich finde, vor allem, wenn du Latex in deinen Alltag einbaust, das Feeling ist ja nochmal ganz arg, finde ich.
Also wenn du ein T-Shirt dazu anziehst oder wie auch immer, und wenn du das so selbstverständlich machst, tragst du Latex in deinem Leben, also in sehr selten. Wieso ist sehr das? Selten. Ich komme so gut wie nie dazu, sage ich ehrlich einmal. Und man, wo ich es am längsten überhaupt angehabt habe, das war auf so einem Ball, da habe ich mir ein Hemd gemacht, da habe ich mir gedacht, so, jetzt musst, weißt du, du musst auffallen. Ja? Jetzt habe ich mir einen 8-Bahnen-Schnitt gemacht. Und das war, ja, aber da bin ich dann wieder draufgekommen, Latex locker, nein. Ja. Das liegt da nicht an, was der dann biegt sie wieder an, dann hängt sie da weg, dort ist extrem heiß, da hast du, glaube ich, 35 Grad, das gesteckt voll ist dort. Und dann hat man die schönen Kondens, das Kondenswasser. Ja, nein, dann, ja. Es ist schon ein Commitment, wenn man Latex anzieht. Ich habe ja auch was für die angehabt bei Queen of Drags und da war ich dann den ganzen Tag irgendwie, weiß nicht, 12 Stunden bei 40 Grad. Man muss sich schon ein bisschen darauf einstellen, was dann passiert. Aber ich mag das ja auch. Also ich mag das Gefühl ja auch eben, wenn es dann nass wird und wenn es dann irgendwie, ja. wenn man es nicht dann also ganz gespürt, was man hier gerade trägt. Weil ich ja oft gefragt worden bin, wie es mit der Nachhaltigkeit bei Latex ausschaut. Magst du uns vielleicht einmal erklären, was Latex eigentlich ist? Ja, schau, das ist ein Naturkautschuk. Aus dem wird dann werden dann die Latexbahnen hergestellt. Okay. Mit diversen Farben, kannst Glitter reingeben. Wenn man die Farben und so berücksichtigt, ist eigentlich mehr oder weniger fast Bio. Reines Naturprodukt. Das ist ja da das Problem dann, irgendwann wird es zerfallen, weil es einfach die UV-Strahlung nicht aushält. Auf Dauer. Ja, Latex muss man schon, das darf man schon, also das darf man nicht vernachlässigen, weil das ist dann schon beleidigt. Ja, sicher, das gehört gepflegt und gehegt, sonst haben wir dann hier und da, wenn man manche Sachen wo rausnimmt aus der Lade, muss man dann wo anrufen, ne? Ja. Und fragen, wie das ein Land kriegt. Was ist so der Schlager in der Latexwelt? Alle wollen wahrscheinlich auch Hosen. Nein, falsch. In einem schwarzen Latex gehört es. Oh wow. Genau, also das wird am meisten verlangt, am meisten bestellt. Also alle wollen Catwoman sein. Genau. Auf was ist zu achten, also wenn sich jetzt da jemand von meinen Followern sich bei dir demnächst ein Latex-Teil kauft? Mit welchen Instructions kommst du da? Weil das ist natürlich von vornherein etwas, was man berücksichtigen muss. Ja, das Wichtigste ist, dass man es wirklich dunkel lagert, ja. Darum verschicken wir unsere Sachen ja immer mit einem Kleidersack auf einen Kleiderbügel. Dann haben wir es einfach ganz normal in den Kasten einhängen, zwischen die ganz normalen Sachen rein, anlagert. Dann kann man es auch mit Talcumpuder rudern, dass es nicht verklebt. Wichtig ist nur nicht trocken reinnudeln. Ja. Man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen, wenn man dann seine Latex-Sachen reinigt. Das dauert schon einen Moment. Aber es ist auch sehr... satisfying, muss ich sagen, spätestens dann, wenn man ein Silikonbad macht. Bindung ist auch ein No. Weil dann glänzt wieder alles. Oh, go. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was halt los ist mit meiner Verbindung. Heute ist kein guter Tag für meine Internetverbindung. Heute ist kein guter Tag. Meine Internetverbindung. Okay, ich sehe dich. Aber ich höre dich nicht. Ah. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es tut mir leid, dass die Verbindung halt so furchtbar ist. Aber jeder checkt sich bitte aus die Instagram-Page von MadDuck Design, deine Homepage. Und sucht euch was aus, weil der Tom macht echt extrem coole Sachen. Entschuldigung für die Verbindung. Ich kann leider nichts tun. Es tut mir leid. I hope that you got a little insight in the world of latex. Maybe we're gonna see each other in a latex look the next time. Tomorrow 5 at 5, we'll be at 8. Week Wednesday. Bussi Papa.